Hallo, liebe Wassermanngeborene und Wassermann-Aszendenten, ganz herzlich willkommen zum Jahreshoroskop 2017 Liebe und Leben im Jahr der Sonne. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich möchte euch durch die Konstellationen 2017 führen. Ja, das wird ein super Jahr für euch, um Zukunftspläne mit eurem Schatz zu machen. Viele von euch denken darüber nach, sich ernsthafter zu binden oder sogar zu heiraten. Wenn ihr Solo seid, kommt ihr leicht ins Gespräch und findet tolle Leute, die auf der gleichen Wellenlänge liegen. Daraus können sich wunderbare Freundschaften entwickeln oder eine enge Partnerschaft mit jemandem, mit dem ihr euch wirklich versteht. Für einige von euch verändert sich vieles im Leben: Arbeit, Wohnsitz, Familienangelegenheiten, aber dazu komme ich später noch. Gleich gibt es die wichtigsten Konstellationen. Vorher noch ein Hinweis: Ich habe heute eine Verlosung für euch. Mehr dazu am Ende des Videos. Bleibt also dran. Eure wichtigsten Konstellationen des Jahres fangen natürlich an mit dem Trigon zu Glücksplanet Jupiter. Der steht hier für euch im 9. Haus der Pläne und der Reisen und macht einen wunderschönen Aspekt zur Wassermannsonne und das noch bis Oktober 2017. Deswegen begünstigt das ja so sehr die Pläne, die ihr für die Zukunft macht. Ihr habt da richtig Lust zu, ihr seht die Perspektive. Ist auch ein tolles Jahr, um eine Reise mit eurem Herzallerliebsten zu unternehmen oder um die Liebe auf Reisen zu finden. Außerdem bringt der Jupiter weiterhin exzellente Chancen in allen Bereichen, also auch die Arbeit, nicht nur die Beziehungen, die Fortbildung und Reisen. Und eure Beziehungen blühen und gedeihen ganz allgemein. Sei es, dass ihr heiratet oder euren Freundeskreis vergrößert oder einfach viele schöne und interessante Dinge mit Menschen unternehmt, die euch wichtig sind. Also genießt die Party, trefft neue Leute, bringt euch in Diskussionen ein. Man hört euch nämlich gerne zu. Ihr werdet viel Spaß haben. Und das merken ganz besonders diejenigen, die vom 1. bis 12. Februar Geburtstag haben. Und für die Geborenen vom 8. bis 17. Februar kommt noch der Einfluss von Uranus dazu. Und der steht gut für euch und ist auch noch der Herrscher im Wassermann. Das ist also ein sehr vorteilhafter Einfluss hier aus dem 3. Haus. Und das ist auch das, was euch so interessant macht. Also ihr kommt super ins Gespräch. Das ist noch bis 2018 gilt das. Man hört euch zu, ihr wirkt interessant, ihr habt interessante Informationen, ihr habt immer was zu erzählen. Also ich kenne einen Wassermann, ein guter Freund von mir. Dem höre ich wahnsinnig gerne zu, weil der immer unglaublich gut informiert ist, immer die neuesten Filme gesehen hat, immer weiß, was im Internet gerade wichtig ist. Oder Witziges läuft. Es ist immer sehr inspirierend. Und so wird es auch anderen Leuten gehen, die mit euch zu tun haben. Man ist einfach inspiriert und möchte gerne mit euch ins Gespräch kommen. Genau. Und außerdem betont diese Konstellation auch neue Freundschaften oder Aktivitäten in Gruppen, die sich dann als vorteilhaft für euch erweisen. Internet-Dating wird euch auch mit einigen guten Leuten zusammenbringen. Und das ist eine gute Option, falls ihr noch auf der Suche seid. Wenn ihr liiert seid, solltet ihr euch gemeinsame Unternehmungen vornehmen, also neue, aufregende Sachen, die dieses Jahr spannend sind und Spaß machen und euch dann später noch als gemeinsame Erinnerungen weiter verbinden. Ganz spannend für euch ist auch der Eintritt des Mondknotens ins Zeichen Löwe und damit in euer Partnerhaus. Das erhöht für alle Singles nochmal beträchtlich die Chancen, jemand Wichtiges zu treffen, der sich dann vielleicht sogar als Seelenpartner herausstellt. Der Mondknoten geht am 9. Mai in den Löwen und das betrifft bis zum Jahresende die Geborenen der 2. und 3. Dekade. Er bleibt dort bis November 2018. Das heißt, in dieser ganzen Zeit bringt der Kosmos euch wichtige Menschen, die Türen öffnen oder sich eben sogar als Seelenpartner erweisen. In eurem Partnerhaus ereignen sich dann noch zwei wichtige Finsternisse im August. Und das will ich euch jetzt mal eben zeigen. Das ist also einmal der Vollmond und der ist am 7.8.2017. Oh, jetzt habe ich mich hier verschrieben. 7.8.2017, genau. Genau. Und ihr seht schon, das passiert eben bei euch auf der Partnerachse. Also hier ist der Wassermann, da steht dann der Mond zu Vollmond im August und gegenüber bei euch im Partnerhaus die Sonne im Löwen und auch der Mars dabei. Und das bedeutet einerseits sicherlich eine sehr leidenschaftliche Phase. Es kann auch gerade für Wassermann-Frauen eine Zeit sein, in der sie ganz tolle, spannende, interessante Leute treffen. Mars und Sonne ist eine starke Energie für Begegnungen mit Männern, mit Jüngeren oder auch mit gestandenen Männern, die also vielleicht potenzielle Partner sind. Und hier dann eben noch Seelenpartner, Faktor, Mondknoten dabei. Das ist alles super.
Aber wenn ihr jetzt schon in einer Beziehung seid, kann das auch Konflikte mit sich bringen. Vielleicht versucht sich dann euer Partner hier im Mars im Partnerhaus gegenüber euch durchzusetzen mit aller Macht. Und darum gibt es dann Theater, ne? Und wenn ihr typisch Wassermann reagiert, dann reagiert ihr vielleicht mit Rückzug, ne? Dass ihr dann einfach nicht mehr ansprechbar seid oder dass ihr einfach so tut, als würde euch das gar nichts ausmachen. Das kann auch passieren. Aber ihr müsst euch dem so ein bisschen stellen. Das ist eine wichtige Zeit. Und es wird um Gefühle gehen. Ne? Und diese Sachen sind beleuchtet dann von der Konstellation und die wirkt 3 Wochen vorher schon und bis zu 4 Wochen, 4 Monate nachher, also bis zum Neumond im Skorpion, da werdet ihr gefordert sein, euch um emotionale Angelegenheiten eurer Partnerschaft zu kümmern. Was für Wassermanngeborene nicht immer ganz so einfach ist, weil wenn es emotional eng oder unangenehm wird, dann flüchten sie sich eben gerne in geistige Welten und wollen damit irgendwie eigentlich nicht so richtig was zu tun haben. Ne? Das könnte so ein bisschen das Problem sein. Vielleicht auch, dass euer Partner eben sagt, ich spüre euch nicht richtig, da kommt nichts rüber und ihr versteht das gar nicht, weil ihr seid doch eigentlich so wie immer. Also seid mal einfach darauf gefasst, dass es in der Zeit da zu Spannungen kommen kann. Und das betrifft dann ganz besonders die Geburtstagskinder, die vom 2. bis zum 6. Februar Geburtstag haben. Und 2 Wochen später haben wir dann die Sonnenfinsternis, die ist am 21. August. Da steht dann alles hier bei euch im Partnerhaus: Mond, Sonne, der Mondknoten und der Mars auch wieder dabei. Und das spüren dann ganz besonders diejenigen, die zwischen dem 14. und dem 18. Februar Geburtstag haben. Und das bringt große Veränderungen im Beruf mit sich, vielleicht auch in der Beziehung oder was den Wohnsitz angeht oder auch eine Kombination davon. Und wahrscheinlich, dass es durch Entscheidungen passiert, die andere treffen oder die euer Partner trifft, weil es ja in eurem Partnerhaus stattfindet. Ne? Es ist also nicht unbedingt so, dass ihr euch entscheidet, etwas im Leben zu verändern, sondern die Entscheidung wird durch andere an euch herangetragen und dadurch entsteht natürlich Spannung und Druck, weil Veränderungen immer eine Herausforderung darstellen. Es ist wahrscheinlich, dass ihr da was opfern und von etwas loslassen müsst, aber jetzt nun nicht gleich vom Partner, ja. Das ist vielleicht nicht die Lösung, sondern die Lösung ist eben, dass man guckt, wo kann man mit dem Partner an einem Strang ziehen. Und ihr müsst dann abwägen, was euch wichtig ist. Es kann jetzt wirklich sein, dass es eure Aufgabe ist, den Partner auf dessen Seelenweg zu helfen und zu begleiten. Wenn ihr natürlich spürt, dass euch das von eurem eigenen Weg abbringt, kann es heikel werden. Und durch den Mars, der hier im Partnerhaus steht, kann es auch so sein, dass ihr vielleicht das Verhalten eures Partners als aggressiv und fordernd empfindet. Ne? Dabei hat er vielleicht einfach nur besonders viel Schwung und Enthusiasmus und ihr fühlt euch dann so ein bisschen alleingelassen, ne? Oder nicht beachtet, weil der Partner vorwärts stürmt und einfach denkt, ja, das ist doch normal und ihr zieht jetzt mit. Also das könnte wirklich ein bisschen problematisch sein und dann müsst ihr einfach in enger Tuchfühlung mit eurem Schatz bleiben und gegebenenfalls Kompromisse finden. Diese Sonnenfinsterniskonstellation wirkt noch stärker als die Mondfinsternis. Ihr werdet schon ab Mai wahrscheinlich spüren, dass sich da was anbahnt und das ist eigentlich auch gut, wenn ihr dann schon im Gespräch bleibt, wenn ihr spürt, da ist was. Und den Partner vielleicht schon fragt, was er jetzt eigentlich vorhat, dann seid ihr auch darauf vorbereitet. Und die wirkt dann noch weiter bis zu einem Jahr nach der Finsternis und jedes Mal, wenn ein Planet diesen Punkt berührt. Ja, das wäre also vielleicht doch auch mal ein Fall für eine persönliche Beratung, wenn ihr mehr davon wissen wollt, wie euch diese Konstellation beeinflusst und was ihr tun könnt, um das Beste draus zu machen. Und wo wir schon beim Besten sind, dann schauen wir jetzt, welches die Zeiten sind, zu denen euch die Venus im neuen Jahr ganz besonders verwöhnt. Und die erste gute Venusphase beginnt am 3. Februar. Das ist natürlich erfreulich auch für diejenigen, die da Geburtstag haben, denn die haben dann die Venus im Widder stehen, im günstigen Aspekt zur Wassermannsonne. Und da bleibt sie euch dann erhalten bis zum 2. April. Denn das dauert ziemlich lange, diese Zeit, denn die Venus wird da unterwegs rückläufig. Das ist diese Phase, da habe ich auch in der kosmischen Schwingung lange drüber gesprochen. Ganz wichtige Phase für euch. Und in dieser Zeit wird sie auch hier sich zusammen mit Mars auch noch mit dem Uranus verbinden. Also das ist sicherlich eine sehr, sehr prickelnde, spannende Zeit für euch, wo ihr bestimmt viele Liebesbotschaften bekommt oder um den Valentinstag rum auch viele Valentinsgrüße, viele Valentinskarten. Also das ist eine schöne und auch eine ziemlich heiße Phase für euch. Und die geht bis zum 2. April.
Und dann ist die Venus ja rückläufig, die läuft dann zurück in die Fische und kommt dann nochmal zurück in den Widder. Und zwar vom 28. April bis zum 5. Juni. Ja, da habt ihr dann also auch nochmal die Venus im günstigen Aspekt zu eurer Sonne stehen. Sicherlich eine sehr erfrischende und spritzige Phase. Und ihr müsst halt auch gucken, ob es vielleicht während der Rückläufigkeitsphase im März und April auch für euch wichtig wird, dass verflossene Liebhaber zurückkehren oder dass ihr die Chance bekommt, aus alten Beziehungsmustern zu lernen. Das kann vor allen Dingen auch interessant werden im Hinblick auf die Finsterniskonstellation, wo vielleicht sowieso sich ein Wandel in der Beziehung ergibt. Also haltet da mal Augen und Ohren offen, was da an euch herangetragen wird oder welche Entwicklungen sich da ergeben. Wenn ihr spürt, dass alte Muster hochkommen, die nicht mehr hilfreich sind, dann nutzt die Gelegenheit, davon loszulassen und euch das anzuschauen und zu versuchen, drüber hinwegzukommen. Es kann für euch auch sehr günstig sein. So, und dann haben wir vom 5. bis zum 31. Juli auch wieder eine gute Venusphase. Da ist die Venus nämlich dann in den Zwillingen. Und damit beglückt sie euch im 5. Haus, und das ist das Haus der Sexualität und Lebensfreude und Kreativität. Und das ist eine schöne Phase, die wird euch bestimmt viel Spaß machen. Und da werdet ihr auf eure Kosten kommen, sei es mit jemand Neuem, den ihr kennengelernt habt, oder vielleicht auch mit dem Schatz, den ihr schon habt. Die bildet in der Zeit auch noch schöne Aspekte, zum Beispiel auch zu Jupiter dann wieder. Und ja, also das ist eine Phase mit der Venus, die euch sehr gut tun wird. Wie gesagt, 5. bis 31. Juli. Und am 26. August geht die Venus dann in euer Partnerhaus. Das ist auch vielleicht ganz gut für euch, denn kurz vorher haben sich ja dann diese Finsternisse ereignet, und wenn es da vielleicht zum Zoff gekommen ist in der Partnerschaft, dann würde jetzt hier die Venus die Versöhnungsenergie aktivieren, und vielleicht macht ihr dann wieder einen Schritt aufeinander zu. Da habt ihr dann eine sehr gute Phase für, und zwar vom 26. August bis zum 19. September. Genau. Aber damit noch nicht genug. Da kommt noch eine schöne Phase, wenn die Venus in die Waage geht, wo sie sowieso sehr gut und sehr stark steht, weil sie da in ihrem eigenen Zeichen steht und beglückt euch dann mit einem schönen Trigonaspekt hier oben aus dem 9. Haus in die Wassermannsonne. Und das ist auch ein sehr guter Aspekt für Reisen und Fortbildungen und um zu flirten, während man unterwegs ist oder während man was dazulernt und sich fortbildet. Das könnte euch gefallen. Und dieser schöne Aspekt dauert eben bis zum 7. November. Und dann habt ihr noch eine gute Phase im Dezember. Da geht die Venus nämlich dann vom 1. bis 24., also bis Weihnachten, genau während der Adventszeit durch das Zeichen Schütze und damit durch euer Haus der Freundschaft. Und ich denke, ihr werdet dann eine schöne Vorweihnachtszeit erleben und da viel Spaß haben, nette Leute treffen und losziehen und ja, also dann einen schönen Jahresausklang haben damit. Okay, meine lieben Wassermanngeborenen, jetzt zur Verlosung. Es gibt ein Jahreshoroskop zu gewinnen, ein persönliches Jahreshoroskop, 45 Minuten im Gespräch mit mir und eine CD davon. Und zwar für alle, die meinen YouTube-Kanal abonniert haben. Deswegen, falls ihr das noch nicht getan habt, dann geht doch jetzt bitte hier ist es, glaube ich, auf dieses Kästchen und klickt da rein, abonniert meinen Kanal und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Ihr könnt natürlich auch meinen Service so buchen, Jahreshoroskope, Partnerschaftsvergleiche. Ich habe auch schriftliche Horoskope, wo es Texte gibt, die ich vorher vorbereitet habe, die euch dann vom Computer zusammengestellt werden. Und ich habe jetzt eine Hotline. Ich habe eine Hotline-Nummer für Leute, die mich spontan erreichen wollen. Und ich mache das so, dass ihr dann bitte erst zum Festnetztarif auf meinem Kundentelefon anruft. Das ist hier unten eingeblendet oder auch im Schlussbild die Nummer. Und wenn ihr mich dann erreicht, dann können wir kurzfristig einen Termin machen und können dann über die Hotline telefonieren und es wird direkt über die Telefonrechnung abgerechnet. Also vielleicht ist das eine Option für euch. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein wunderbares, prickelndes Jahr 2017 mit vielen schönen Zukunftsplänen und vielen Liebeserlebnissen und alles Gute mit den Sternen.